Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Das ist der Titel des neuen Buchs von Raoul Krauthausen. Seit fast 20 Jahren ist Krauthausen Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Sind wir in dieser Zeit in Sachen Inklusion ein Stück weitergekommen? Und welche Ausreden verhindern, dass aus einer schönen Idee gelebte Normalität wird? Das möchte ich besprechen mit dem Autor selbst, mit Raoul Krauthausen. Schön, dass wir Zeit miteinander gefunden haben. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Bleiben wir mal bei den Ausreden. Was sind denn typische Ausreden, die Inklusion verhindern? Die sind zahlreich. Da gibt es die Ausrede Brandschutz zum Beispiel, weswegen behinderte Menschen, die im Rollstuhl sitzen, oft gar nicht gestattet wird, irgendeinen Ort zu betreten, sei es ein Fernsehturm oder ein älteres Gebäude, ein Museum. Und wenn man dann fragt, ja, aber kann man hier nicht irgendwie einen feuerfesten Aufzug bauen oder eine Rampe, dann wird halt gesagt, ja, nee, dagegen ist dann der Denkmalschutz, weil das Denkmal, das Gebäude muss ja erhalten werden im Sinne des Denkmalschutzes und da würde dann ein Aufzug oder eine Rampe stören. Das ist jetzt alleine im Baulichen. Oft wird gesagt, naja, wer soll das denn bezahlen, wenn jetzt zum Beispiel Maßnahmen gemacht werden sollen, um Barrierefreiheit zu ermöglichen? Und da ist die Antwort ganz einfach, na, die Allgemeinheit, ne? Also der Steuerzahler, die Steuerzahlerin oder eben die Kunden und Kundinnen, weil die Teilhabe ein Menschenrecht ist und wir diese Frage ja auch nicht bei Rothaarigen stellen würden. Was glauben Sie, was steckt hinter diesen Ausreden dann wirklich? Dahinter steckt oft, dass sich niemand dafür verantwortlich fühlen möchte, die Barrieren dann eben akut zu beseitigen. Oft auch, weil die Menschen sich nicht in der Lage fühlen, das alleine zu entscheiden und aber eben auch, weil es dann vielleicht erstmal Geld kostet. Und das Schlimme daran ist nicht unbedingt, dass die Leute sich diese Ausreden geben, sondern dass wir sie damit alleine lassen dann auch und damit auch durchkommen lassen. Wenn eine Lehrerin an einer Regelschule sagt, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet und deswegen mache ich es nicht, und niemand dagegen spricht, dann wird das plötzlich sagbar. Und dann zeigen plötzlich Schulrektorinnen dafür Verständnis. Aber die Wahrheit ist auch, dass Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung hatten. Woher kommt denn eigentlich diese Anmaßung zu glauben, dass nur ausgebildetes Personal überhaupt Kinder mit Behinderung unterrichten darf? Das ist eigentlich ein Wegschieben von Verantwortung. Was hat dazu geführt, dass Sie dieses Buch jetzt veröffentlicht haben oder vor einigen Wochen? Inwieweit hatten Sie das Gefühl, dass die Debatte neue Impulse braucht, weil etwa Inklusion noch lange nicht gelebte Normalität ist? Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Aktivismus unterwegs und war dann irgendwann genervt auch von diesen Ausreden, die ich immer noch gehört habe. Da wird dann oft gesagt, ja, wir haben uns ja mit dem Bereich Inklusion auf den Weg gemacht. Die Teilhabe behinderter Menschen, das ist ein sehr wichtiges Anliegen. Aber wenn ich dann gucke, was ist eigentlich in den letzten 15 Jahren passiert, dann muss ich schon auch sagen, das war viel zu wenig, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Japan, Großbritannien oder Österreich. Deutschland ist eines der reichsten Nationen der Welt, behandelt aber Menschen mit Behinderung immer noch wie Aliens, die aussortiert werden in Sonderschulen, in Fördersysteme, Behindertenwerkstätten und behauptet dann auch noch als Mehrheitsgesellschaft, das wäre das Beste für die Betroffenen. Dabei gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass je länger Menschen mit Behinderung aussortiert werden aus der Mehrheitsgesellschaft, desto größer wird ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft. Im Buch schreiben Sie, also die häufigste Frage, die Sie hören und die Sie auch ziemlich nervt, ist, wie weit sind wir hier in Deutschland mit Inklusion, mit der Inklusion? Das haben Sie eben auch schon kurz angeschnitten, als wenn ein bestimmter Stand abgefragt oder abgearbeitet würde. Viel entscheidender sei die Frage, warum kommt in Deutschland der Prozess nur so schleppend voran? Was wäre da so Ihre Herangehensweise? Wir kommen deswegen in Deutschland nur so schleppend voran, weil es keine gesetzliche Verpflichtung zum Beispiel gibt, Kinder mit Behinderung an Regelschulen zu unterrichten. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung für das Kino um die Ecke rollstuhlgerecht zu sein oder Untertitel für die Filme
vorzuhalten, damit man sie letztendlich bei Bedarf auch einschalten kann. Die fehlende Verpflichtung ist tatsächlich das Problem. Wenn ich in ein Café gehen möchte, das nicht rollstuhlgerecht ist, dann kann ich den Kaffeebetreiber, die Kaffeebetreiberin nicht verklagen. Wenn ich allerdings als blinder Mensch in den USA bei McDonald's einen Burger bestellen möchte und es die Speisekarte nicht in Punktschrift gibt, dann kann ich McDonald's verklagen. Um den Begriff der Inklusion nochmal genauer zu erklären, was versteht man jetzt genau darunter und was ist der Unterschied zur Integration, weil diese Begriffe häufiger auch synonym gebraucht werden? Ja, das ist natürlich ein Irrtum, dass diese Begriffe gleichgesetzt werden. Integration bedeutet letztendlich, vereinfacht gesagt, dass die Mehrheitsgesellschaft ein bisschen Platz macht für Minderheiten, es aber immer noch dieses Abhängigkeits- und Machtverhältnis gibt. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft definiert, wie viel Platz gemacht wird und erwartet letztendlich auch von der Minderheit, für die Platz gemacht wurde, Dankbarkeit. Bei der Inklusion gehen wir davon aus, dass es weder Mehrheiten noch Minderheiten gibt, dass es quasi davon ausgeht, dass jeder Mensch einzigartig und individuell ist und wir als Gesellschaft dafür sorgen müssen, dass jeder und jede nach den eigenen Möglichkeiten natürlich auch sich maximal weit entwickeln können sollte und nicht nur, solange es den Nichtbehinderten oder Nichtbetroffenen keine Umstände macht. Ist Inklusion, also der Begriff ist ja schon relativ häufig in der Debatte zu finden oder in der öffentlichen Diskussion, ist das teilweise auch etwas, womit teilweise auch geworben wird? Also so eine Art positives Branding, eine positive Worthülse, die sich immer schon ganz gut macht, aber letztendlich steht da oftmals nichts dahinter bei bestimmten Firmen, bei bestimmten Institutionen? Ja, das ist tatsächlich auch ein Phänomen, das wir zunehmend beobachten, dass viele Marken, Firmen, Unternehmen, Wohlfahrtsorganisationen das Wort Inklusion für sich missbrauchen, indem sie dann einfach, sagen wir mal, sich schön anmalen, ins Schaufenster Menschen mit Behinderungen stellen, aber dann in ihren eigenen Maßnahmen und Führungsetagen oder auch in ihren Produkten und Dienstleistungen behinderte Menschen nicht als Zielgruppe oder Kundschaft wahrnehmen. Das ist total interessant, wie viele Vielfaltsmerkmale wie ein Werbespot sehen, aber wenn dann jemand, der blind ist, keine Ahnung, ein Deo im Supermarkt sucht und nicht unterscheiden kann, ob das jetzt das Deo von Axe ist oder von Nivea, dann zeigt das auch, wie weit wir davon entfernt sind. Sie erwähnen im Buch auch den Begriff des Ableismus. Wie ist der zu verstehen? Ableismus meint im Prinzip sowas wie Behindertenfeindlichkeit. Nur ist das Wort Feindlichkeit ja oft so verstanden, dass es ein aktiver Akt ist. Ja? Also ich bin feindlich einem Menschen mit Behinderung gegenüber. Das sind die meisten Menschen ja nicht. Ableismus meint mehr. Ableismus meint auch die strukturelle Diskriminierung behinderter Menschen, so ähnlich wie Sexismus oder Rassismus ja auch strukturelle Diskriminierung beschreiben. Wenn zum Beispiel davon ausgegangen wird, dass behinderte Menschen nicht so leistungsfähig sind wie nicht behinderte Menschen, dann ist das Ableismus. Oder wenn davon ausgegangen wird, dass behinderte Menschen bei der Deutschen Bahn sich natürlich 48 Stunden vorher bei der Bahn anmelden sollen, um einen rollstuhlgerechten Platz zu ergattern, aber kein nicht behinderter Mensch abverlangt wird, sich 2 Tage vorher bei der Bahn zu melden, dass man mit der Bahn reisen möchte. Dass davon ausgegangen wird, dass behinderte Menschen keine spontanen Menschen sind, ist eigentlich auch schon Ableismus. Sie zitieren auch in dem berühmten Slogan der Internationalen Behindertenbewegung, nichts über uns, ohne uns. Also das heißt, dass Entscheidungen, die behinderte Menschen betreffen sollen, nicht ausschließlich von Menschen ohne Behinderungen getroffen werden. Welche Forderungen leiten Sie daraus ab, also zum Beispiel an die Politik oder auch an die Gesellschaft? Na, nehmen wir doch zum Beispiel mal die Soziallotterie Aktion Mensch. Die Aktion Mensch ist Deutschlands größter Geldgeber für Projekte zum Thema Inklusion, Teilhabe behinderter Menschen und Barrierefreiheit. Und in deren Führungsetagen sitzen ausschließlich nicht behinderte Menschen. Die machen dann schöne Werbekampagnen und Werbespots und drucken Plakate und verbreiten letztendlich als Information Binsenweisheiten. Sowas wie Kinder mit Behinderung haben auch ein Recht auf Spielplatz. Zeigen Sie mir da draußen einen Menschen ohne Behinderung, der das verneinen würde.
Und wenn wir also diese ganze Zeit diese Plakate lesen und die Werbespots gucken, dann nicken wir alle und sagen, oh ja, stimmt, Spielplätze sind wirklich wichtig für behinderte Kinder. Aber auf der anderen Seite nennen wir nie Ross und Reiter, der oder die barrierefreie Spielplätze verhindert. Und das ist nun mal die Stadtplanerin oder der Stadtplaner. Das sind die verantwortlichen GeldgeberInnen, denen ein barrierefreier Spielplatz vielleicht entweder nicht in den Sinn kam oder zu teuer ist. Und dass das erlaubt ist in Deutschland, ist zum Beispiel ein Teil des Problems. Und es bringt nichts, die Bevölkerung permanent unter dem Aspekt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, wir müssen die Bevölkerung aufklären, dass Menschen mit Behinderungen existieren oder dass sie ein Recht auf Spielplätze haben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass Menschen mit und ohne Behinderung Gelegenheiten haben, einander zu begegnen. Und wenn die Begegnung nicht barrierefrei ist, zum Beispiel der Spielplatz, dann können Kinder mit und ohne Behinderung nicht einander begegnen. Und wir lernen am meisten, Vorurteile und Ängste und Barrieren in den Köpfen abzubauen, nicht durch Plakate und Broschüren, sondern durch Begegnung. Das heißt, was die ganzen Soziallotterien tun sollten und GeldgeberInnen in dem Bereich, in allererster Linie dafür zu sorgen, dass es verpflichtend wird, Barrierefreiheit in allen Bereichen verpflichtend zu machen, anstatt immer nur zu sagen, es wäre schön, wenn. Wir sind schon bei verschiedenen Lebensbereichen, im alltäglichen Leben, Lebensbereich von Menschen mit Behinderung. Also Sie betrachten in Ihrem Beruf verschiedene Lebensbereiche. Zum Beispiel nehmen wir mal den öffentlichen Personennahverkehr. Da hatten Sie auch recht plakative Beispiele genannt, wie lange es dauert, tatsächlich Barrierefreiheit herzustellen. Wie weit sind da die Bemühungen gediehen, den öffentlichen Personennahverkehr barrierefreier zu gestalten? Die Kasseler Verkehrsbetriebe haben vor kurzem eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo sie gesagt haben, dass sie erst 2060 alle ihre Fahrzeuge barrierefrei bekommen haben. Wenn ich das jetzt mal kurz hochrechne, dann bin ich 40 Jahre älter, also 83. Das ist ein Unding, dass das überhaupt noch eine Pressemitteilung wert ist, dass da auch kein Verkehrsminister oder Ministerin, ich grüße gehen raus an Volker Wissing, dass da noch kein einziger mal gegen interveniert hat und zu sagen, 2060 ist definitiv zu spät, weil verpflichtet waren sie alle bis 2020 oder 2022 komplett barrierefrei zu sein. Und da ist es nicht okay, einfach 40 Jahre zu spät zu sein. Das ist ja schlimmer als der Flughafen BER. Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Sie beschreiben auch in dem Buch die Rolle der großen Wohlfahrtsverbände und deren Öffentlichkeitsarbeit, die Sie eher kritisch sehen. Ja, weil auch da ist es ähnlich wie bei der Aktie Mensch. Das sind große Organisationen, die fast ausschließlich von nichtbehinderten Menschen geführt werden, die im Sinne der Integration den Möglichkeitsraum definieren, den behinderte Menschen haben dürfen. Aber nicht behinderte Menschen von Anfang an mit einbeziehen, in welchen Bereichen sie noch teilhaben und teilgeben möchten. Warum haben wir keinen Menschen mit Behinderung im Vorstand der Aktie Mensch oder der Lebenshilfe, obwohl es doch deren originäres Thema ist, das Thema Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu vertreten? Und das ist ja im Prinzip blanker Paternalismus, wenn nicht behinderte Menschen dann für behinderte Menschen sprechen. Das Motto "Nichts über uns ohne uns" sagt nämlich genau das. Die Zeit ist vorbei, dass Männer über Frauen sprechen. Die Zeit ist vorbei, dass Weiße über Schwarze sprechen. Und genauso ist die Zeit vorbei, dass nicht Behinderte über behinderte Menschen sprechen. Beziehungsweise für sie. Genau, was muss im Bildungssektor passieren? Da haben Sie eben schon, da haben wir eben auch kurz schon den Themenbereich berührt. Was muss in den Schulen passieren, um dort Inklusion wirklich voranzubringen? So, in allererster Linie müssen wir erstmal anerkennen, dass Bildung in Deutschland grundsätzlich ein Problem hat. Die Schulklassen sind zu groß, es gibt zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen. Und wenn jetzt eine Lehrkraft sagt, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht, oder aber sagt, was sollen wir denn noch alles machen, dann kann man dafür auch auf eine gewisse
bis zum gewissen Punkt auch Verständnis zeigen, weil LehrerInnen seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, immer mehr leisten müssen für das gleiche Gehalt. Die Klassen werden größer, die Pädagoginnenanzahl wird kleiner, beziehungsweise wird nicht entsprechend ausgebaut. Und wir müssen als allererstes anerkennen, dass kleine Klassen und mehr Pädagoginnen für alle Kinder besser sind. Und mit kleineren Klassen und mehr Pädagoginnen können wir 90% aller Inklusionsherausforderungen, wenn es um das Thema Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung geht, lösen. Wenn wir die Kinder gerecht verteilen würden, die Kinder mit Behinderung an Regelschulen, dann wäre das ein Kind pro Klasse. Aber diese Verhinderungsargumente, die Inklusion in der Schule momentan erleidet, machen manchmal den Eindruck, als wären das demnächst hunderttausende Kinder, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen und das Schulsystem korrumpieren würden. Aber das ist ja nicht der Fall, weil was in Wirklichkeit das Schulsystem korrumpiert, ist, dass wir weltweit, europaweit pro Kind pro Jahr viel zu wenig Geld ausgeben für gute Bildung. Sie haben immer schon erwähnt, dass es in anderen Ländern besser läuft. Welche Länder wären dann tatsächlich als Role Model oder als Vorbilder zu sehen? Also was können wir in Deutschland von welchem Land lernen? Also nehmen wir beispielsweise Italien. Italien hat in den 80er Jahren innerhalb von 7 Jahren die Sonderschulen abgeschafft und einfach die Regelschulen dazu verpflichtet, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten. Und natürlich in den 7 Jahren auch angefangen, das Lehrpersonal an Regelschulen fortzubilden und vielleicht auch Handreichungen zu geben, wie sie im Falle eines blinden Kindes im Matheunterricht gucken können, wie sie den Unterricht für dieses blinde Kind im Matheunterricht gewährleisten können. Natürlich kann man nicht alles auf einmal machen, aber ich bin in den 80er Jahren auf einer der einzigen Schulen damals inklusiv beschult worden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es hier einen nennenswerten Fortschritt gibt seit den 80ern in Deutschland. Wenn Italien es aber geschafft hat, in 7 Jahren das komplette Sonderschulsystem abzuschaffen, dann müssen wir uns schon auch die Frage stellen, auf was für einen Weg hat sich Deutschland da eigentlich gemacht, wenn alle immer sagen, ja, wir haben uns mit der Inklusion auf den Weg gemacht. Ich gehe davon aus, es war ein Umweg, ein Rückweg, aber auf jeden Fall kein Weg nach vorne. Sie bezeichnen ja auch Inklusion in dem Buch als einen aktiven Prozess, der voranzubringen ist. Also das haben Sie eben ja auch ausgeführt. Und die Ausreden, die dienen dazu, ein bestehendes System zu erhalten. Wenn Sie zum Schluss Appelle formulieren würden, wie ist Inklusion wirklich zu erreichen? Also welche Schritte sind da zu gehen, jetzt in absehbarer Zukunft, als nächstes? Ich glaube, als erstes wäre es anzuerkennen, dass Inklusion nicht Bullabü ist. Inklusion ist nicht der Ort, an dem wir uns alle lieb haben müssen, sondern Inklusion kann auch bedeuten, dass wir erstmal uns aneinander reiben, dass wir Konflikte miteinander haben und dass wir aber anhand dieser Debatten und Diskurse auch gemeinsam als Gesellschaft vorankommen. Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn die Mehrheitsgesellschaft dazu nicht bereit ist, dann soll sie auch nicht das Wort Inklusion für sich instrumentalisieren. Aber dann müssen wir auch ganz klar von Menschenrechtsverletzungen sprechen, weil Inklusion ist ein Menschenrecht. Und wenn jetzt jemand sagt, Inklusion mache ich nicht, weil das ist mir zu anstrengend, dann gilt diese Person genauso abgemahnt wie ein Mann, der eine Frau auf der Straße belästigt oder irgendwo nicht reinlässt. Sagt Raul Krauthausen, Aktivist und Buchautor. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sehr gern.